Mindestens ein schwer bewaffneter Mann hat am Montagabend in Wien an mehreren Orten auf Menschen geschossen. 4 Passanten starben, 15 Menschen wurden verletzt, darunter ein Polizist. Ja, irgendwann da fingen die Schüsse an und die wussten erst nicht, was das war. Mhm. Auf einmal sind alle Leute gerannt, weil da saßen auch andere Menschen draußen, die sind auch gerannt und dann standen wir noch kurz da, weil wir nicht wussten, ob das Schüsse waren oder irgendetwas anderes. Und dann war es nochmal näher und dann sind wir ganz weggerannt und dadurch, dass wir nicht wussten, ob wir in die richtige Richtung rennen, sind wir schnell gelaufen, sind in ein Hotel, haben uns dort versteckt. Die Schüsse fielen unter anderem in der Nähe der Wiener Synagoge. Die Polizei spricht von insgesamt 6 Tatorten. Der Schütze wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Der ausgeforschte Täter war mit einem Sprengstoffgürtel, der sich als Attrappe herausgestellt hat, und mit einem Sturmgewehr schwer bewaffnet. Der Attentäter war ein Sympathisant der Terrormiliz IS. Derzeit finden intensive Ermittlungen und Maßnahmen, die ich aufgrund ermittlungstaktischer Details nicht beschreiben kann, im Umfeld des Täters statt. Die Polizei fahndet nach möglichen weiteren Tätern. Die Lage war auch noch Stunden nach der Tat unübersichtlich. Die Bürger wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte die Attacke als widerwärtigen Terroranschlag.